Jo, servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, heute war ich ins Stadion mit Jürgen. Hier ist auch schon im Titel lesen können und in den letzten Videos gehört habt. Ja, wir haben jetzt seit Samstag früh, wir haben jetzt seit 5:30 oder so. Ja, 5:30 haben wir. Ich habe gestern noch bis von 9:30 bis 18:30 gearbeitet und dann sind wir direkt von der Arbeit hierher nach nach Eppelheim, bei Heidelberg ist es, zum Jürgen gefahren. Wir sind jetzt hier in so einer kleinen Bude von Jürgens Onkel, der vermietet die und wir sind jetzt seit über das Wochenende hier. Und ja, wir werden jetzt was frühstücken und dann werden wir losfahren nach Schwetzingen. Von da aus fährt dann der Fanbus und ja, werdet ihr dann alles sehen. Dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video und bis später. So Leute, ihr werdet mich zwar jetzt nicht sehen, aber ist ja egal. Wir sind jetzt losgefahren nach Schwetzingen. Wir fahren 10 Minuten ungefähr. Und ja, im Bus werde ich nicht so filmen, vielleicht nur ein bisschen, dass wir nur kurz losgefahren sind, weil, ja, der Junge hat gesagt, ich soll nicht unbedingt da drin filmen und ja. Dann würde ich sagen, wenn wir da sind, melde ich mich wieder. Bis dann. So Leute, wir sind jetzt in Schwetzingen und ja, der Bus ist noch nicht da. Er kommt aber, denke ich mal, langsam. Und ja, wie gesagt, den Bus werde ich dann fast nicht filmen. Er ist wieder am Stadion. Hier ist der Jürgen. Und ja, im Stadion werde ich dann Bilder und Videos machen und so weiter. Das werdet ihr ja dann alles sehen. Am Sonntag werde ich wahrscheinlich mit an dem Video hängen. Mal gucken. Und ja. Dann war's das. Bis später. Hey, guten Morgen. So, wir sind jetzt am Stadion. Mal schauen, wie es wird. Ich werde in diesem Video nicht so viel reden wie sonst. Ja. Dann würde ich sagen, bis später. Wir sind hier mit rein und da haben wir natürlich zum Beispiel hier eine Spielertrikots, auch mit Teamflock. Gibt es auch was Neues? Ausgegebene Spieler mit bedruckter Unterschrift. Und dann, wie gesagt, alles, was das Weihnachtsherz rüberschlagen lässt für rot-weiße Weihnachten. Das ist zumindest aufzuzählen hier für uns. Thank you.
Stand. FC Bayern München. Nein. FC Augsburg. Null. Danke. Und in der 38. Spielminute das nächste Tor für den FC Bayern München. Diesmal durch unsere Nummer 9, Robert! Lewandowski! Robert! Lewandowski! Robert! Lewandowski! Wir haben einen neuen... So Leute, ich melde mich jetzt zurück. Wir haben jetzt seit Sonntag früh. Ich habe ja glaube ich das letzte Mal, wo wir zum Bus zurückgelaufen sind, gefilmt. Wo ich die Allianz Arena gefilmt habe, wo sie geleuchtet hat in Rot. Ja, ich glaube schon. Ja, wir sind dann halt ganz normal heimgefahren, hatten einen Rast in Ding. Keine Ahnung wo. Irgendwo auf dem Rastplatz halt. Bei der Hinfahrt hatten wir, glaube ich, dreimal Rast gemacht. Einmal wurde der Busfahrer gewechselt, weil der schon irgendwie seine Stunden voll hatte oder so, keine Ahnung. Dann hatten wir eine Frühstückspause und dann hatten wir noch eine Mittagspause in der Gaststätte. Da habe ich auch das eine Bild gemacht, auf jeden Fall. Das habt ihr ja schon gesehen dann und ja. Ja, war ein geiles Spiel. Ich habe zwar eigentlich gehofft, dass Augsburg noch ein Tor schießt. Unter anderem hätte ich dann meinen Tipp richtig gehabt, hätte ich Geld kassiert. ja, weil wir haben jeder einen Zettel bekommen, da durfte man seine Tipps draufschreiben und 2 Euro dazulegen und das alles wurde halt dann zu den Gewinnern. Ich glaube 6 Gewinner waren es dann, die 3-0 getippt haben, keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall danke an Jürgen für den geilen Tag, auch an meine Mutter, dass die überhaupt hierher gefahren ist. Und auch an die ganzen Leute im Bus. Grüße gehen raus, falls es irgendjemand sieht. Es war ein geiler Tag. Und ja. Wie viel Uhr haben wir uns jetzt? Wir haben jetzt 10. Wir werden jetzt, glaube ich, eine Kleinigkeit frühstücken oder auch nicht. Um 12 gehen wir dann zu einem Chinesen. Da immer Buffet essen. Und dann schauen wir Dart. Grand Slam of Darts Halbfinale. Von 14 bis 18 Uhr. Dann fahren wir heim und dann zu Hause schauen wir das Finale. Da hoffe ich mal, dass wir nicht in den Stau kommen, sonst schaffen wir es nämlich nicht. Wenn es ganz normal läuft, schaffen wir es. Naja. Dann würde ich sagen, ich melde mich später nochmal. Mal schauen, wann. Und ja, bis dann.
Tschüss. Also, wir fahren jetzt wieder nach Hause. Ja. Wir sehen uns dann am 16. Dezember wieder. Tschüss. Tschüss. Schlaf gut. Jetzt geht's nicht mehr zu, alles klar. Ja, wie ihr jetzt gesehen habt, wir fahren jetzt wieder nach Hause. Und ja. Wir haben jetzt halt kurz vor drei. Ja, alles klar. Und laut Navi sind wir ungefähr 16:30 daheim. Und ja. Dann würde ich sagen, bis später. So Leute, ich bin jetzt halt gerade beim Videoschneiden. Ja, ich habe natürlich wieder die Verabschiedung vergessen, wie immer halt. Ist bei mir schon Standard. Ja, jetzt auch nochmal das alles zu sehen, ist wirklich mega geil. Ich denke mal, es wird ein geiles Video, das habt ihr schon gesehen, wenn ihr jetzt das seht. Ich denke, das wird ein geiles Video. Und ich habe jetzt auch nicht so viel geredet. Habe ich auch schon gesagt, dass ich nicht so viel reden werde. Meistens werdet ihr Bilder sehen oder Videos, ein paar Videos, wo ich nicht rede. Ja, mein Auge juckt. Ja, es war wirklich ein geiler Tag. Danke nochmal an alle, die dabei waren und so. Und ja, wo war ich denn zuletzt gefilmt? Habe ich, wo wir Jürgen verabschiedet haben, wo wir losgefahren sind nach Hause am Sonntag. Ja, wir waren da um 3 losgefahren, wir waren um 5 zu Hause, also so 2 Stunden gefahren, bisschen länger halt, also okay, weil wir waren noch beim Bäcker und beim Brothaus natürlich, wo sonst, aber noch ein, zwei Mal Pause gemacht, einfach so, keine Ahnung, ja. Hab dann ein bisschen Dart gespielt zu Hause noch und dann das Dart-Finale gesehen vom Grand Slam of Darts. Leider hat wieder Van Gerwen gewonnen. Sonst habe ich echt keinen Bock mehr, das zu sehen, wenn der Van Gerwen gewinnt. Ich werde jetzt immer nur noch bis zum Halbfinale schauen, habe ich schon gesagt. In der Dart-Gruppe oder irgendwo auf Facebook, keine Ahnung. Nein, Spaß beiseite jetzt. Ja. Das war's jetzt vom Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Also der Tag hat mir gefallen. Das Video wird, denke ich mal, geil. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal. Mal schauen, was das wird. Keine Ahnung. Ja, haut rein, Leute. Und ciao.